So, sie wird wahrscheinlich nicht anders auf uns reagieren. Is there anything we can do to help? Please, you two. Don't worry about me. Okay, nein. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte mehr über sie erfahren, weil ich habe das Gefühl, irgendwie hat das was zu sagen. Das war Mosca, aber der sagte uns auch nichts außer das, was wir schon wussten. Er war das, ne? Ja, er ist auch questrelevant. Gianni, I want to ask you about a boy named Corbin. Ah, have you seen him? Where has that foolish boy run off to? I was hoping you could tell me. He must still be wasting time in Ivydale Glen. I just knew I shouldn't have trusted that boy with cleaning my fabrics. Corbin is doing your laundry outside the village? I do not see why this is so difficult to comprehend. But then I suppose you don't have the capacity for rational thought. If you are so concerned, maybe you should go look for him instead of waffling about. Arschloch. Oh, I'll find him. Then we're going to have a little chat. Mit meinem Schwert. Okay. Gianni hat Corbin ins Efeutal geschickt, um seine Wäsche zu waschen. Sorge dafür, dass ihm nichts zustößt. Ja, und wo ist das Efeutal? Dorf Aurora. Hm. Ich habe keine Ahnung. Hier geht's doch runter. Das heißt, ich hätte doch jetzt einen Grund, damit hier irgendwas ist. Aber, wie wir sehen. Achso, wir können nochmal mit. You know, you really need to work out a little more. Get some muscle on those bones, mate. Okay. Also hier kommen wir nicht weiter und auch nicht runter. Hier sind die Wachen. Das war ja eine Jetzt bin ich gerade zwischen Englisch und Deutsch irritiert. Das ist ja mehr so eine Einbahnstraße hier gerade. Boah, dieser Gianni, Alter. Irgendwie mag ich den nicht. Der ist mir suspekt. So, Mosca. Ist dasselbe. Also den können wir nicht anquatschen. Hier unten wird ja wohl nicht das Efeutal sein. Es kann ja nur im Osten liegen. Weil, macht ja sonst keinen Sinn. So, Reed hat uns auch nichts mehr zu erzählen. Ginger auch nicht. Würde ich sagen, einfach weiter nach rechts. Gucken, was passiert. So, hier sind wir. Okay, sie sagt, hier wäre ein Schatz. Ach ja, das war ja der hier unten, für den wir keinen Schlüssel haben, ne? Oder? Nee, irgendwo. Mal kurz zwischenspeichern. Ist nie verkehrt. Hep. Hm. Guten Tag. Hey, you're the outsider. Yeah, that's me. That's great. So you must know your way around out there. Maybe you could do me a favor. Depends on the favor. What is it you need? Der erste Spruch lag mir auch auf der Zunge. Well, allow me to introduce myself. My name is Fail, and I'm in charge of keeping our guards well equipped. Ah, ja. Oh, so their poor equipment is pretty much your fault. In so many words, yes. It's not like I enjoy giving them subpar equipment. If I had better materials, I could make better gear. Tell you what. If you could bring me 5 impides, I would gladly buy them off you for more than the shop will offer. Okay. I'll keep my eyes open. Much appreciated. I'll be waiting right here. Haben wir die schon? Rein zufällig? Please, let me know. I'll keep my... Much appreciated. Besser als nichts. Och Gott, ey. Kriegen ja mehr Aufträge, als ich ertragen kann. Was? Schützenpass, Weihestätte, die Lichtung. Okay. Also beim Schützenpass war der Schmied. Wald von Abadis war Dingens.
Die Hauptquest? Ich würde sagen, wir retten erstmal den Jungen. Efeutal. Neue Gegner? Neue Gegner. Oh my. You really should have saved first. Habe ich gerade. Bloms, deadly creatures. Keep your distance. They will detonate if you get too close, but are vulnerable when taking a deep breath. Perfect for a ranged attack. Let me at them. Okay. Warte mal, kann man hier runter? Nee. Ah, nein, nein, nein. Oh Gott. Okay, also wirklich Range. Ich brenne. Hilfe. Ich brenne im Regen vor allen Dingen. Wie war das mit Speichern? Okay. Aber die haben doch gesagt, wenn die einatmen, sind die... Naja. Ich versuch's mit Range. Autsch. Und ich brenne schon wieder. Okay. Das wird ja noch lustig. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht zu oft. Gibt's hier noch was? Halt! Moment, da war... Hä? Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Jemals. Da ist zwar ein Schlüssel... Ich brauche wahrscheinlich irgendwas Kleines. Im Efeutal, ey, der hat auch... Wow! Klein. Are you here to help me? Please tell me you're here to help me. Yep. Let me guess. You're Corbin? You know your sister's been looking everywhere for you. I had to hide in here with all those monsters around. Well, they're all gone, so you should be safe now. Are you hurt? Do you need help getting back home? I'm okay, I think. I know how to get home by myself. I come here lots, but there were never any monsters. You'd better go while it's clear out there. I still need to get Mr. Johnny's laundry. I dropped it down there, and I don't want to get in trouble. No, Corbin. You go home. I'll take care of it. Oh, wow, thanks. Here, take this. You'll need it if you go down there. A white resonance gem. That should come in handy. Thank you. Now, go on. Hurry back to town. Oh, seriously? We're going after that jerk's laundry? For going on a laundry quest? I wouldn't want Gianni blaming that poor kid for what's happened. Come on, we'll kill some monsters on the way. It'll be great. Super. Okay, dann abwärts. Wow. Noch mehr komische Viecher. Whoa! Verdammt. Fidget? Is something wrong? She's been silenced, Dust. While in this state, she would be unable to cast her projectiles. Fortunately, okay. The effect is only temporary and will fade over time. You mean Fidget can't talk now? At all? That's terrible. Really awful. Not sure how I'll get by. Wie gemein. Mann, halt nicht viel aus. Ah.
die halten wirklich viel aus, die Dinger. Oh, nicht so einer. Ach, jetzt brauche ich wieder so eine Frucht hier. Wo ich die wohl herbekomme? Well, here's where Corbin drops the basket. Might as well return it for him. Do mine eyes deceive me? Or did he accidentally drop it near a poison ivy bush? Fidget, what's going on in that twisted little brain of yours? Nein. Nothing, nothing. I'm just saying. Wouldn't it be a shame if some poison ivy fell into his basket? You know, completely by accident. You are positively evil, Fidget. But... Doch, diesen Giftsummach hat ja eine verkommene Seele mehr als verdient. Nein. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung einen Wert hat, aber nein, wir können ihn noch nicht vergiften. Er ist ein Arsch, aber das ist, nee. Nein, das wäre zu grausam, nein. Boo! Boo, I say! You're no fun, Dust. No fun at all. Nee, sorry. Ist einfach nicht. Mist. Warte mal, ist die wieder Zeit gebunden? Kommen wir wieder hoch? Trotzdem Schaden genommen. Ich frage, ob ich den hochziehen kann. So, und Moment, ich wollte hier nochmal was gucken. Geheimst. So. Erstmal zwischenspeichern. Und auch noch ein Level aufschluss beschert. Und das für nichts tun, läuft doch. Ich würde gerne den Dingens da kriegen, aber ich habe keine Ahnung, wie wir durch so enge Passagen gehen. Ich meine, gut, das Spiel hat ja schon klar gemacht, dass es einen Wiedernutzwert hat. Ja? Aber es gibt ja. Kampfkunststand verfügbar, okay. Oh. Mehr HP wäre, glaube ich, erstmal nicht verkehrt. Verteidigung aber auch nicht. Angriff ist eigentlich noch stark genug, würde ich sagen. Ich mache erstmal überleben. Ja, wir haben 1000 Dingsen. Weißer Resonanzstein öffnet die Tore derselben Farbe. Ah. Aber es scheint keinen offiziellen Weg da hinzugeben. Wir können halt nur hier runter. Hier unten gibt es keinen Weg. Und hier geht es nur wieder runter in die Höhle, wo wir wieder den Umweg machen. Sind hier auch wieder die Viecher? Ja. Okay, das klappt ganz gut. Okay, hier können wir einfach durch. Okay, jetzt weiß ich auch, was mit Durchatmen gemeint ist.
Wo soll hier jetzt ein Schatz sein? Der müsste ja irgendwo an der Decke hängen. Oder ist die Schatzkiste gemeint? Weil ich sehe hier immer nichts. Der weiße Resonanzstein hilft uns ja auch nur bei dieser ersten Tür. Na, ich glaube, ich werde einiges übersehen in diesem Spiel, aber egal. Hier ist nur der Porter. Wow. Okay. Da gibt es sogar mehrere Schlüssel. Aber ich glaube, dieses unter etwas her ist was, was wir noch einfach noch nicht haben. Okay, hier scheint nichts zu sein. Dann erstmal wieder zurück.